Wollen wir damit mal gleich anfangen? Also du hast gesagt, du hast im Supermarkt früher gerufen, Mama, hast du wieder nur Alkohol für dich gekauft, sinngemäß? Ja, oder im Garten, was noch schlimmer war, weil die Nachbarn das dann hörten. Und das ist aus dem Affekt heraus entstanden. Also das war nicht so, sie hat dir angedroht, wenn du dies und das nochmal machst, und hast du was rausgerufen? Oder? Nein, meine Mutter, es war immer sehr stark daran gelegen, dass unsere Familie, ich als Kind, immer einen guten Eindruck mache, dass ich vernünftig aussehe, dass die Haare schön sind. Wie gesagt, so ein Marienthaler Tennis- und Hockey-Club. Viertel, du musst alles ganz nett sein. Marienthal, ja. Und ich hatte dann gerne, oder hatte Spaß daran, weil ich merkte, dass es auch wichtig ist, es war ja allen wichtig da in dieser Gegend, mal so Grenzen auszutarieren, so, was passiert eigentlich, wenn ich meiner Mutter irgendwie Alkoholismus vorwerfe, so dass andere das mitkriegen. Und laut im Garten rufe, Mama, hör doch mal auf, das Trinken nützt doch nichts. Also richtig so ein Streit, wo der Sohn so aufbegehrt und sagt, ich bin verzweifelt als dein Nachkomme, wie soll ich je glücklich werden? Meine Kindheit ist versaut, du säufst, Mama. Mhm. Und die Nachbarn mähen den Rasen und so. Das war ihr wahnsinnig peinlich und das macht mir Spaß, so in diese bürgerliche Beschaulichkeit da so reinzugrätschen. Und wie hat sie denn reagiert? Also wie hat man ihr zuerst angesehen, dass es peinlich ist und vor allem, was hat sie gemacht, um aus dieser Peinlichkeit rauszukommen? Sie hat natürlich genauso reagiert, wie eine alkoholkranke Mutter sich in dem Moment verhalten würde. Sie ist ins Haus gerannt. Ja, also einfach der Situation entflohen. Und es war ja natürlich peinlich. Das war jetzt auch ein gemeiner Streich. Aber ich habe dann Diskussionen mit ihr angefangen. Warum, was ist denn darin so schlimm, wenn unsere Nachbarn denken, dass du trinkst? Vielleicht helfen sie ja und bringen dir irgendwie ein Care-Paket vorbei oder so. Sie hat mich dann gestraft mit Liebesentzug für 2-3 Tage. Mhm. Und heute ist das für Sie heute auch noch eine Geschichte? Wie schlimm das damals für Sie war? Also denkt sie da noch dran? Nein. Ja, sie hat sich manchmal, also bei so mein neuer Freund-Geschichten, wie sie es im Fernsehen sieht, so daran erinnert, ne? und glaubt, dass sie mich damals nicht genug mit Sanktionen behangen hat nach solchen Aktionen. Fühlt sich mitverantwortlich für diese Machwerke.